Ja, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Farina Herrmann. Ich komme vom BÖLW, das ist der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, der Dachverband der deutschen Ökoverbände. Und ich werde dieses Forum hier moderieren. Diese Veranstaltung ist nicht nur Teil der Akeltechnica, sondern auch Teil eines großen Verbundprojektes, in dessen Rahmen jährlich um die 300 Veranstaltungen stattfinden, die zum Ziel haben, dass Ergebnisse aus der Forschung in die Praxis kommen. Ja, darunter auch dieses Thema, sehr spannend, wie ich finde. Ein Thema, das in meiner Wahrnehmung gerade eine sehr hohe Medienpräsenz und Dynamik hat. Einige kennen es von Ihnen vielleicht auch unter dem Begriff SOLAWI, dem Kürzel SOLAWI für solidarische Landwirtschaft oder CSA. Und ja, ich freue mich, dass wir hier heute sehr erfahrene Referenten begrüßen können, die uns ein bisschen was über das Konzept, vielleicht auch über die Vor- und Nachteile erläutern können. Ich stelle sie Ihnen gerne einmal vor. Zu meiner Linken Matthias Zeiser. Er ist gelernter Landwirt, studierter Ökonom und seit 12 Jahren als selbstständiger Berater für KMUs und landwirtschaftliche Betriebe tätig. Er hat ein Büro in Ammerbeck bei Hamburg und sein Fokus liegt auf der Landwirtschaft in ihrem ökologischen und sozialen Kontext. Und insbesondere interessieren ihn auch die Potenziale der Landwirtschaft für gesellschaftliche Erneuerungsprozesse. Ich freue mich, dass er uns hier seinen überbetrieblichen Blick mit einbringt. Im Anschluss an seinen Vortrag wird gleich übernehmen der Matthias von Mirbach. Er ist Landwirt, Gründer und Geschäftsführer des Kattendorfer Hofes, den es seit 1995 gibt. Und ja, ist ein großer Betrieb mit Direktvermarktung, 35 Mitarbeiter. Der Hof ist aber auch Mitbegründer des Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft. Und er hat über 17 Jahre Erfahrung mit dieser Bewirtschaftungsform und Vertriebsform. Und ja, für ihn ist es ein Best Practice Beispiel oder Modell für zukunftsfähige Landwirtschaft. Und ich freue mich sehr, dass die beiden hier sind und übergebe das Wort. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich und vor allem begrüße ich natürlich auch Matthias von Mirbach, meinen Kollegen. Und die meisten von uns werden mit der Bahn gekommen sein. Und in der Bahn liegt immer dieses Mobile aus, als Zeitschrift der Deutschen Bundesbahn. Und da geht es dieses Mal, Ihr Einsatz bitte. Und der Einzige, der doppelseitig porträtiert ist, das ist tatsächlich der junge Herr neben mir, das Matthias von Mirbach. Und da möchte ich einführend den ersten Satz des Interviews erwähnen. Da sagt er, Herr von Mirbach, warum brauchen wir eine Wende in der Landwirtschaft? Weil immer mehr Menschen unzufrieden sind und sich nicht abfinden wollen mit ihrer Rolle als Verbraucher, der alles schluckt, was man ihm vorsetzt. Mit dieser Grundhaltung will ich jetzt erstmal einen Überblick schaffen über die Thematik. Und dann wird im zweiten Teil Herr von Mirbach einführen in ein konkretes Projektbeispiel, den Kattendorfer Hof. Mir geht es zunächst in der Einführung, kurzen Blick drauf zu werfen, woher kommen wir? Landwirtschaft weltweit. Und wir werden da feststellen, dass es nicht nur um eine Befindlichkeit geht, die Herr von Mirbach anspricht, sondern tatsächlich um eine große Sorge und Anteilnahme, die viele Menschen treibt. Heute und hier, wo stehen wir? Bäuerliche Landwirtschaft versus Agrarindustrie. Das ist das zweite Thema. Da leben wir doch in einem Paradigma. Ich sage, es ist ein altes Paradigma, denn die eigentliche Frage ist, wem gehört die Landwirtschaft heute? Und welches Verständnis haben wir daraus zu agieren? Und daraus, aus dieser Erklärung, kommt ein Blick in die Zukunft. Wo gehen wir hin? Wir unternehmen Landwirtschaft, wir sind initiativ und entwickeln einen Leitfaden und das Praxisbeispiel. Enden werde ich mit Literatur, Netzwerke und Projekte, wo man einfach nochmal vielfältige Beispiele hat von Projekten, die wir beschreiben. Nochmal kurz hier vier Bilder, dass wir uns vergegenwärtigen, wo wir hier stehen, auch wenn es so schön ist auf der Agritechnica. Grundsätzlich leben wir im Klimawandel. Das 2%-Ziel, das 2-Grad-Ziel ist schon fast passé. Wir haben eine wachsende Bevölkerung von 7,3 Milliarden jetzt auf in 30 Jahren knapp 10 Milliarden und wir haben Hunger und Krisen, muss man jetzt gar nicht erwähnen, die Flüchtlinge sind uns allgegenwärtig und wir haben ganz deutlich eine Zweiklassengesellschaft. Einerseits zwischen armreichen und armen Ländern und reichen Ländern und andererseits, das ist ganz interessant, auch in der ökonomischen Debatte mit Piketty, einem französischen Ökonom, Anfang der 40er und junger Ökonom, der in Amerika viel gelernt und gelehrt hat, hat ein Buch geschrieben, Kapital im 21. Jahrhundert. Da belegt er sozusagen mit Big Data Analysen, dass wir nicht
dass wir über Erbe und Kapitalerträge, die wir erzielen, immer einen höheren Vermögenszuwachs bei Eigentümern haben werden, wie Menschen, die tatsächlich für Vermögen arbeiten. Das sind also grundlegende Tendenzen, die wir haben, in denen wir stehen heute. Konkretisiert auf die Landwirtschaft will ich sie auch kurz runterbrechen. Die ist hier natürlich bei uns extrem kritisch. Wir haben zum einen die Problematik mit der Biodiversität. Die natürliche Vielfalt geht rasant zurück. Wer kennt noch Kammolch, Rauchschwalbe oder Fledermaus? Aber auch innerhalb vom Genpool von Pflanzen und Tierressourcen haben wir eine starke Verringerung, weil Land auf Land ab die Bauern ihre Kuh von dem einen Spitzenbullen besamen lassen. Auch die Problematik vom Energielandwirt, vom Landwirt zum Energielandwirt ist groß. Wir wissen eigentlich, Biogas braucht selbst zu viel Energie und kann abgescaled auf eine größere Agenda gar nicht effizient genug Energie in Kilowattstunden produzieren, um tatsächlich ein relevanter Energielieferant zu sein, im Big-Scale-Verständnis. Und das dritte ist auch nochmal Artenvielfalt, Monokulturen, giftige Rückstände. Einfach nur kurz das Beispiel zur Erinnerung. Ich wurde dieses Jahr gefragt, ob ich in meinem Auto schon mal die Windschutzscheibe geputzt hätte dieses Jahr. Weil ich das noch erinnere in meiner Kindheit, dass man regelmäßig die Windschutzscheibe putzen muss, weil da so viele Fliegen drauf sind. Aber ich habe de facto dieses Jahr noch kein einziges Mal meine Windschutzscheibe geputzt, weil einfach keine Fliegen mehr drauf sind. Fliegen als Ernährungsgrundlage von höheren Tieren, Vögeln, Insekten ist Grundlage für Artenvielfalt und die ist tatsächlich stark, stark am Wanken. Nochmal kurz jetzt abschließend für diese globale Analyse drei Blicke. Das eine ist der Wasserverbrauch weltweit. 70% des Wasserverbrauches wird über die Landwirtschaft gezogen. Rechts daneben nur ein Bild, das ist von der UNEP, die UN Environmental Organization, Umweltschutzorganisation von der UN, hat auf dem rechten Bild aufgezeigt, das war schon Anfang 2000, degenerierte und leicht degenerierte Böden weltweit, da sieht man, orange ist leicht degeneriert, rot ist stark degeneriert. Wie stark also hier der Planet am Zucken ist, was tatsächlich Humusaufbau, Fruchtbarkeit und Lebensqualität angeht. Unten dann das dritte Bild, nur auch kurz, dass man mal so überblickend da reinschauen kann. Das sind stark betroffene Staaten von Landgrabbing, wo also nicht mehr der Bauer dem Boden gehört, sondern wo Staaten oder multinationale Konzerne rangehen und Boden kaufen, um dort das zu ihren Zwecken zu nutzen. Die ganze globale Lage will ich jetzt nochmal zuspitzen auf eine Frage, wie wir sie eigentlich so im bundesdeutschen Kontext haben. Das ist ja immer die Frage Agrarindustrie versus bäuerliche Landwirtschaft. Und wir haben tatsächlich heute in der Präambel von der WTO zur Einigung bezüglich der Landwirtschaft klar festgehalten, dass es um Marktorientierung geht. Und Marktorientierung heißt Spezialisierung und Exportorientierung in der Landwirtschaft. Und das heißt gleichzeitig enormer Wasserverbrauch, Umweltbelastung. Dafür haben wir billige Lebensmittel, aber noch verzerrt durch Subventionen, die regionalen Strukturen unterlaufen. Nicht nur in Drittweltländern, auch bei uns stellen wir da große Probleme fest. Gleichzeitig der soziale Faktor, es werden saisonale und prekäre Jobs benötigt. Wie viele Saisonarbeiter haben wir hier? Und der Vollzeitlandwirt oder das Umfeld um den Vollzeitlandwirt geht stark zurück. Da sage ich deutlich, das passt nicht zur Landwirtschaft und auch nicht zur Ernährung. Da müssen wir überlegen, wie wir anders mit umgehen. Und da haben wir diesen klassischen Slogan, regional ist erste Wahl und nicht Marktorientierung, sondern Entwicklungsorientierung. Landwirtschaft und Ernährung sind immer regional und vielfältig und dienen den Ernährungsbedürfnissen und schonen der Umwelt. Vom Verbraucher aus gedacht ist es gar keine Frage und man stellt auch fest, je näher die Menschen, je näher der Verbraucher an der Landwirtschaft ist, desto ökologischer wird sie. So, und das stellen wir auch fest nachher in dem Praxisbeispiel, was diese Menschen wollen. Wir merken aber auch, mit diesem Paradigma Agrarindustrie versus bäuerliche Landwirtschaft haben wir eigentlich ein altes Paradigma und ein falsches mentales Modell, denn die bäuerliche Landwirtschaft ist de facto ein Auslaufmodell, insofern wir oben die Marktorientierung gesetzt haben.
Andererseits haben wir aber auch die Schwierigkeit, dass das Bild von dem eigentümergeführten Familienbetrieb, wie wir ihn noch hochhalten in der bäuerlichen Landwirtschaft, so nicht mehr stimmt. Nur noch 30% der Höfe haben Hofnachfolger und die Landwirte wirtschaften auf 60% Pachtflächen. Das heißt, ihnen gehört der Boden gar nicht mehr. Und was das heißt, möchte ich hier in der nächsten Folie nochmal verdeutlichen, indem ich das aufgemacht habe, die drei Felder, landwirtschaftlicher Betrieb, Umkreisbildung oder Kunde und Eigentum bzw. Treuhandeigentum. Wir haben heute landwirtschaftliche Betriebe, die haben 60% Pacht. Das heißt, denen gehört der meiste Boden, auf dem sie wirtschaften, gehört ihnen nicht mehr. Und gleichzeitig haben sie ein riesen Nachfolgeproblem aus der Familie heraus. Wir haben andererseits, was ich beschreibe, Umkreisbildung, den Kunden. Wer prägt das Motiv des Landwirts? Das ist A, wie erwähnt, die Exportorientierung und B, eine Erfüllung von politischen Programmen. Biogas, Bioenergie wäre nie denkbar, hätten wir nicht ein politisches Programm aufgelegt, dass das so getan werden soll. So wird der Landwirt immer mehr zum Prämienoptimierer A und B zum Rationalisierer, um der Marktorientierung zu folgen und Exporte zu produzieren, die volkswirtschaftlich scheinbar gewünscht werden. Da haben wir also die Umkreisbildung, wo wir merken, in welcher Schere der klassische Landwirt ist. Und wir haben links dann dieses Treuhandeigentum oder Eigentum, wo wir feststellen, dass die Subventionen mehr oder weniger bei den steigenden Pachtpreisen direkt durchgeleitet werden zum Eigentümer. Der Pachtpreis hat es eingepreist und wir haben dadurch beim Landeigentümer vermehrt arbeitslose Einkommen, sozusagen wie in der Feudalzeit. Habe ich 60 Hektar, bekomme 600 Euro pro Hektar und das ist heute gar nicht mehr so unüblich, dann habe ich pro Jahr 36.000 Euro. Das ist über dem Durchschnittseinkommen vom Bundesdeutschen, einfach nur, weil mir das Land gehört. Und da sagen wir jetzt, genau in diesem Dreieck wollen wir das neu greifen. Wir sagen, der landwirtschaftliche Betrieb ist eben nicht mehr familiengeführt, sondern es ist eine Hofgemeinschaft, der mit außerfamiliärer Hofnachfolge. Wir sagen bei dem Kunden in der Umkreisbildung, es geht nicht um Exportorientierung, sondern um direkten Umkreis, der über Direktvermarktung und eben, wie es nachher ausgeführt wird, über die solidarischen Betriebskonzepte erreicht wird. Und wir haben zum Dritten in der Eigentumsfrage neue Gemeinwohlträger, denen der Grund und Boden mitgehört. Und da gibt es überregionale solidarische Konzepte wie die Regionalwert AG, wie die Boden, wie die Bio-Bodengesellschaft oder wie die Höfe in freier freier Trägerschaft, wo der Boden dem gemeinnützigen Träger gehört. Um das nochmal genauer zu beschreiben, jetzt auf der nächsten Seite hier, was, wie und wer. Das heißt, wir verstehen, wir organisieren die Landwirtschaft neu in der Frage Boden und Eigentum. Das ist eine Frage, die kommen wird, weil 60% der Fläche gehört nicht mehr den Landwirten. Wem darf und soll sie gehören in Zukunft? Wir organisieren die Arbeit neu, weil wir merken, dass der Familienbetrieb das so nicht mehr greifen kann. Wir brauchen alternative Konzepte und wie meine Tante, die zumindest 350 Jahre im Jahr gemolken hat, die Menschen finden wir nicht mehr. Wir brauchen andere alternative Konzepte, wo wir die Arbeit vom Einzellandwirt zur Landwirtschaftsgemeinschaft organisieren und neue Mitunternehmer mit reinholen. Und das Dritte ist, dass ich sage, wir brauchen eine neue Organisation des Warentausches, weil wir in der Anonymisierung und der Exportorientierung uns komplett verlieren. Wie vorher erklärt, wir brauchen faire Wertschöpfungsketten, Assoziationen von Verbraucher und Produzenten, sozusagen Prosumentengemeinschaften, wo man in der solidarischen Landwirtschaft sehen kann, wo man Mitglied wird und dort direkt Verantwortung übernimmt als Mitunternehmer und das Risiko gemeinsam teilt. Ein Blick in die Zukunft. Ich habe jetzt hier 8 Punkte aufgeführt. Aufgrund der Zeit möchte ich das aber gar nicht mehr im Einzelnen alles erklären und ausführen. Ich möchte nur sagen, das sind die Grundprinzipien von Elinor Ostrom. Die hat den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen 2009. Sie ist die erste Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und die hat untersucht, wie effizient sind solidarische Betriebssysteme.
in Klammer Almenden. Das hat sie weltweit untersucht und hat interessanterweise festgestellt, dass unter zwei Bedingungen die solidarischen Betriebskonzepte effizienter sind in der Ressourcennutzung, wie wenn das Land in Privateigentum, und das ist die Grundlage für unser derzeitiges neoliberales System, geführt werden. Und die zwei Kriterien sind A, eine Abgrenzbarkeit, dass das Gut, um das es geht, Abgrenzbarkeit, abgrenzbar ist. Also anders wie Luft ist es der Boden, ganz eindeutig. Und das Zweite ist, dass die Menschen sich kennen und gemeinsam ihre Regeln selber gestalten können. Also gerade nicht anonym, wie wir das heute in der konventionellen Landwirtschaft haben, sondern dass wir aus der Anonymität heraus bewusst Menschengruppen um dieses Land schaffen, die sich gemeinsam Regeln geben, wie sie mit dem Land umgehen und damit verfahren wollen. Und das ist jetzt so die Steilvorlage von Matthias von Mirbach, der beschreibt, wie das ganz konkret im Kattendorfer Hof gestaltet wird, wie dort die solidarische Landwirtschaft organisiert ist und wie der Kattendorfer Hof sich gemeinsam die Ernte teilt. Das ist das nächste Bild, das ist der reiche Gabentisch, den man dort bekommen kann. Also hier zum Schluss haben wir nochmal Literatur und Projekte zusammengestellt für Leute, die das interessiert. Wir haben zum einen Rechtsfragen der solidarischen Landwirtschaft. Das sind Arbeitsblätter von dem Netzwerk Landwirtschaft ist Gemeingut. Da sind wir mit Teil von. Die habe ich hier, die kann man nachher gerne mitnehmen. Wir haben zum anderen Landwirtschaft als Gemeingut eine politisch-rechtliche Bewertung nach 40 Jahren Praxis von Thomas Rüther und Matthias Zeiser 2013. Die kann man über unsere Homepage runterladen. Und wir haben noch eine weitere Studie, Landfreikauf, Bodenmarkt und neue Eigentumsformen im ökologischen Landbau 2012, auch von Titus Bahner und Matthias Zeiser, kann man dort auch runterladen. Und das dritte ist die vorher erwähnte Böllen und vom BLE finanzierte Marketing- und Absatzförderung von Bioprodukten, sowie noch andere zwei Projekte, soziale Landwirtschaft und die alternative Hochnachfolge, die wir natürlich nicht unerwähnt lassen wollen. Das Wesentliche, wo aber das Leben drauf ist, ist zurzeit die www.solidarischelandwirtschaft.org, denn dort haben sich die Betriebe alle organisiert und ein Netzwerk gegründet, solidarische Landwirtschaft, sich die Ernte teilen, da kann man oben links auch schön das Logo sehen. Unten rechts natürlich der Kattendorfer Hof, der eine sehr sehenswerte und hübsche Homepage hat. Doch jetzt lieber Matthias von Mirbach live, ich will es nochmal hochhalten, weil es nochmal ein paar Leute gekommen sind, die das vorher noch gar nicht gesehen haben. Die meisten sind mit dem Zug gekommen, bei Mobil liegt die Zeitschrift aus und da ist tatsächlich Matthias von Mirbach der Einzige, der doppelseitig dargestellt ist mit seinem schönen Konzept solidarische Landwirtschaft und wie die das weitermachen. Matthias, alles Gute. Ja, schön, dass so viele Leute da sind. Wie kommt man zu solchen Formen und was bedeutet solidarische Landwirtschaft eigentlich? Ich hole mal ein bisschen aus. Also wir haben vor 20 Jahren den Betrieb als reinen Pachtbetrieb von der kirchlichen Stiftung in Hamburg übernommen mit damals 130 Hektar und haben natürlich, wie das Landwirte machen, ein Betriebskonzept geschrieben und haben feststellen müssen, im ersten Winter konnten wir das Betriebskonzept nehmen und in die Tonne treten. Warum? Weil die Getreidepreise, auf die wir uns mit unserem Betriebskonzept bezogen haben, von Seiten der Vermarkter um 20 D-Mark je Dezitonne nach unten korrigiert worden sind, deutschlandweit. Das hieß also, wir waren in der Umstellung, wir mussten also sehen, wie gehen wir voran. Da haben wir gesagt, okay, wir versuchen das mal vorsichtig mit Direktvermarktung. Meine ehemalige Frau hat losgelegt und hat Mastschweine, die gerade reif waren, in Kühltruhen vermittelt. Und das hatte bloß einen gewissen Nachteil. Wer einmal ein halbes Schwein in der Kühltruhe hat, braucht relativ lange nichts mehr dem. Und daraus haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir einen Hofladen. Kattendorf liegt 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Ein Unterzentrum ist Kaltenkirchen immerhin mit 30.000 Menschen und Hennstedt-Ulzburg weitere 30.000 Menschen. Also so im erreichbaren Bereich dachten wir, das könnte doch was sein.
Nur die Situation ist einfach, dieses Hofladenkonzept war damals schon in der Umgebung viermal vorhanden, zum Teil lange eingeführt. Und wir hatten durchaus unsere Kunden, aber es wurde klar, damit werden wir den Betrieb nicht weiterentwickeln können. Mit dem reinen, sag ich mal, Cash and Carry, Ware gegen Geld. Und vor jetzt 17 Jahren, etwas über 17 Jahren, habe ich mich getraut, eine Idee, die ich schon länger am Start hatte, nämlich, warum können nicht die Kosten, die Landwirtschaft erzeugt, von einem Umkreis getragen werden, und dann können wir ja die Produkte, die in dieser Landwirtschaft erzeugt werden, auch einfach verteilt werden, ohne dass wir eine Preisberechnung auf das einzelne Produkt brauchen. Woher kommt die Idee? Ich sag mal, die war insoweit reif, dass einige Jahre vorher ich das Glück hatte, auf einem Seminar teilzunehmen, wo Wilhelm Ernst Barkow als Mitbegründer der Bochumer Bankeinrichtungen uns jungen Landwirten gesagt hat, überleg doch mal, haben landwirtschaftliche Produkte wirklich einen Preis oder worum geht es da? Und dieser Gedanke hat mich nie wieder losgelassen. Und dementsprechend habe ich gesagt, wie kann sowas in der Praxis aussehen? Und habe das mal nach dem am Ende meines ersten Pachtprojektes mal zu Papier gebracht. Und jedenfalls 1998 habe ich dann also meine Kollegen auf dem Betrieb und unsere Hofladenkunden und Freunde aus dem Umkreis eingeladen, mal an so einem Thema zu arbeiten. Das heißt, wir haben am 3. Oktober 1998 ein Treffen gehabt mit etwa 15 Familien plus wir Hofbetreiber. Und daraus hat sich eine Arbeitsgruppe entwickelt mit 12 Familien, die dann tatsächlich mit uns in das Modell Wirtschaftsgemeinschaft Solidarische Landwirtschaft schon am Anfang Dezember 1998, also nach 2 Monaten Planungsarbeit, haben wir alle gesagt, wir müssen das beginnen, um eben weitere Erfahrungen zu sammeln. Und wir haben damals gesagt, okay, liebe Leute, wir haben keine Ahnung, wie das geht. Wir sind hier, wir lernen hier schwimmen. Und wenn ihr mitmacht, toll. Und wir sagen einfach mal ganz willkürlich, jeder Erwachsene, der mitmacht, zahlt in diesen Fonds 100 Euro ein, für pro Kind 50, nicht Euro, sondern damals D-Mark, und pro Kind 50 D-Mark. Und ihr nehmt euch das, was der Hof an eigenen Produkten erzeugt, und das war damals relativ begrenzt. Wir hatten gerade angefangen mit Gemüsebau, die Käserei war im Aufbau, das heißt, wir haben Joghurt und Quark gehabt, wir haben Milch gehabt, wir haben Schweinefleisch gehabt und ein bisschen Getreide und Kartoffeln. Und ihr nehmt euch das, was wir erzeugen, in der Menge, wie ihr das braucht. Und es wird nicht kontrolliert, und wir gehen davon aus, dass keine Seite die andere über den Tisch ziehen möchte. Und dort haben wir was ganz Entscheidendes getan, nämlich eine Grundlage gelegt. Noch dichter? So? Besser? Gut. Wir haben eine Vertrauensgrundlage gelegt, indem wir gesagt haben, kommt und nehmt, und die anderen gesagt haben, unsere Mitglieder gesagt haben, ihr habt Zugriff auf unsere Konten, ihr könnt abbuchen. Und das ist eine lange Zeit, diese 17 Jahre. Der Betrieb hat sich inzwischen deutlich weiterentwickelt. Ich lasse jetzt mal die ganze Entwicklung aus. Wir bewirtschaften heute knapp 250 Hektar, haben eine 100%ige Direktvermarktung, wenn ich die Vermarktung des Getreides an unsere an unseren Kooperationspartner Bäckerei mit dazu nehme. Wir haben in das System Solidarische Landwirtschaft inzwischen 1100 Menschen eingebunden mit sogenannten knapp 400 Ernteanteilen, die wir verteilen. Um sich das bildhaft vorzustellen, sage ich kurz, wie wir das regeln.
so ein Ernteanteil, wir haben den bezogen einfach auf die Fläche, weil das ist eine objektive Größe. Die Fläche eines landwirtschaftlichen Betriebes ist per se nicht vermehrbar, es sei denn, ein Betrieb nimmt Fläche dazu, was heute ja nicht unbedingt das Einfachste ist. Und haben gesagt, damals 2500 Quadratmeter pro Person steht uns global zur Verfügung. Heute ist die Fläche kleiner. Wir sind heute eher bei 2000 Quadratmeter global. Und wir haben uns dann gefragt, was können wir auf dieser Fläche in unserem Klimat, südliches Schleswig-Holstein, mit 8,5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur, 750 Millimeter, was können wir den Leuten denn anbieten? Und wir haben gesagt, okay, wir können Kartoffeln, wir können Fleisch, wir können Milchprodukte und wir können Gemüse, Getreide, gegebenenfalls später Obst und so weiter. Und daraus haben wir einen Ernteanteil entwickelt auf der Fläche, der beinhaltet eine wöchentliche Entnahme im Schnitt von 700 Gramm Fleisch und Wurst, 8,75 Liter Milch, die wir rechnen, was in die verschiedenen Produkte geht. Gemüse, je nach Jahreszeit, das kann also schwanken. Im Winter, Ausgang Winter sind wir bei 1,5 Kilo in der Woche und im Sommer, bei, wenn alle Kulturen quasi gleichzeitig sind, verteilen wir auch mal bis zu 4,5 Kilo die Woche. Dazu kommt ein Kilo Kartoffeln und Brotgetreide, sage ich mal, nach Bedarf, haushaltsübliche Mengen. Und wir machen einmal im Jahr ein Kostenbudget mit unseren gesamten Mitgliedern. Das heißt, wir stellen das Kostenbudget vor und unsere Mitglieder bekommen das Budget, wo wir uns wirklich ganz nackig machen, indem wir wirklich alle Kosten auflisten, auch das, was wir als Unternehmer entnehmen, unsere Mitarbeiterkosten etc. pp. Und dann haben alle die Möglichkeit dazu, sich zu äußern, weil das Kostenbudget ist Grundlage der jährlichen Kostenbeteiligung. Das heißt, wenn wir eine Summe von, sage ich mal, Betriebskosten ausweisen von, sage ich mal, 1 Million Euro inzwischen, sagen wir, okay, wir haben EU-Prämien, wir haben Getreideverkäufe, verbleibt ungefähr 750.000 Euro an Kosten, die wir nicht zuordnen können oder nicht reinbekommen über andere Fälle, und haben dann die Situation, dass wir sagen, okay, wie viele Ernteanteile sind zu dem Zeitpunkt Budgetabschluss da, und teilen die Zahl der Ernteanteile, die Summe durch die Zahl der Ernteanteile. Zurzeit, seit 3 Jahren, können wir den Kostenbeitrag unserer Mitglieder gleichhalten. Der liegt bei 178 Euro im Monat. Und jetzt fragen Sie sich, wie kommt die Ware zu den Leuten? Und das ist eben doch sehr, sehr interessant. Wir haben zwei verschiedene Modelle, nämlich einmal unsere selbstorganisierten Abholstellen. Damit hatten wir begonnen mit unserem kleinen Hofladen am Hof und haben inzwischen zwei weitere Hofläden in Hamburg eröffnet, wo das gleiche Prinzip gilt. Die Menschen kommen und nehmen die Produkte. Sie tragen in eigener Verantwortung ihre Mengen in eine sogenannte Entnahmekarte ein und das wird nicht kontrolliert. Und das ist ganz wichtig, dieses weiter im Vertrauen miteinander arbeiten. Die andere Möglichkeit ist, dass Menschen sich zusammenschließen und eine Koop miteinander gründen und dort von uns einmal die Woche beliefert werden und die Verteilung komplett in eigener Hand haben und sich quasi eine große Speisekammer teilen. Das sind, haben wir in Hamburg inzwischen 14, in und um Hamburg 14 verschiedene solcher Depots gegründet, wo Menschen in eigener Verantwortung sagen, wir teilen unsere Speisekammer miteinander. Und einige, die langjährig dabei sind, sagen, und dieser Punkt ist für uns inzwischen mindestens so wichtig, wie dass wir die Lebensmittel von euch bekommen. Ich muss mal ganz kurz.
Und es sind einfach die Erlebnisse, die man als Landwirt haben kann. Zum einen, die gesamten Jahreskosten sind im Vorwege zugesagt und kommen auch rein. Wir buchen also ein Zwölftel der Jahreskostenbeiträge von jedem Mitglied am Monatsanfang ab. Egal ob Urlaub, ob Regen, ob Schnee, ob, sage ich mal, irgendeine Großveranstaltung ist und die Leute nicht in unsere Verkaufsstellen kommen wollen können. Und haben damit eine absolute Produktionssicherheit. Wir können unseren Mitarbeitern sagen, ja, eure Gehälter sind safe, die sind gesichert. Das ist das eine. Das andere ist aber, ich weiß nicht, wie viel ich von den 1100 Menschen kenne, sehr viele jedenfalls. Ja? Weil wir machen immer wieder Aktionen auf dem Betrieb. Wir haben lernen dürfen, dass wir in einer solchen Form nicht genug kommunizieren können. Dass einfach die Kommunikation mit den Menschen etwas erstmal sehr Wichtiges, aber auch sehr Begeisterndes und Förderndes ist für die landwirtschaftliche Tätigkeit. Ich war am Mittwochabend auf einer Versammlung, die eine Gruppe, die bei uns im Laden abholt, organisiert hat. Und ich möchte hier zwei Statements von Menschen sagen, die daran teilgenommen haben. Eine ältere Frau sagte, du glaubst gar nicht, wie sehr unser Leben sich bereichert hat, seitdem wir bei euch Mitglied sind. Wir kommen wieder in der Familie zum Kochen. Meine Tochter und ich, wir tauschen uns aus. Wir tauschen Rezepte aus. Und wir werfen nichts mehr weg. Wir nehmen das an Lebensmitteln, wir gehen verantwortlich mit Lebensmitteln um. Und wir wissen, wo unsere Lebensmittel erzeugt werden, wer sie erzeugt und wie dort auch die sozialen Bezüge sind. Das andere Statement war von einer jüngeren Frau, die sagte, ich habe jetzt eine Geschichte von 12 Jahren Meckern über Einkaufen hinter mir. In den Supermarkt gehen und mich hinterher ärgern. Mir vornehmen, ich werfe nichts weg, bloß die Ware, die ich im Supermarkt bekomme, macht das leider nicht mit. Den Salat, den ich kaufe, der ist nach 2 Tagen so, dass er für die Tonne wirklich ist, wenn ich ihn nicht verbrauche. Bei euren Sachen, die kommen so frisch zu mir, dass ich auch einen Salatkopf mal 4-5 Tage die äußeren Blätter immer weiter abpflücken kann. Ihr habt mich befreit von dem ewigen Strom von ich muss mich entscheiden. Ich stehe im Laden und ich weiß gar nicht, was ich haben will. So, ich bin nicht die perfekte Köchin, sagt sie, aber ich kann mit dem, was kommt, was anfangen. Und im Gegenzug zu einer Abokiste, wo ich einfach was vorgesetzt kriege, kann ich in dem Depot oder in dem Laden mir das nehmen, was ich brauche. Und diese beiden Statements haben mich mal wieder sehr tief berührt, weil solche Rückmeldungen, dass dieses System wirklich Teil des Lebens der Menschen wird, ist, glaube ich, das, was diese Formen der Landwirtschaft heute trägt. Und ich würde jetzt ganz kurz noch auf das Netzwerk einmal kurz eingehen. Wir haben mit mehreren Betrieben und vor allen Dingen auch mit der Unterstützung von ATTAC Deutschland 2011 das Netzwerk für solidarische Landwirtschaft gegründet, eben um diese Idee bekannter zu machen. Wir haben uns in dem Zusammenhang auf einen Begriff geeinigt, nämlich solidarische Landwirtschaft. Und ich glaube, was relativ deutlich ist, ist, dass dieser Begriff heute zumindest als Begriff relativ bekannt schon ist. Und die Zahl der Betriebe und Initiativen, die in dieser Zeit entstanden sind, es hat sich mehr als verzehnfacht in diesen 4 Jahren. Und das Interessante ist wirklich, die Menschen erreichen uns direkt, wir erreichen die Menschen direkt. Und wir können zusammen entwickeln. Unser Betrieb hat eine Geschichte hinter sich,
dass wir uns spezialisiert haben auf Vielseitigkeit, weil die Menschen wollen gerne einfach ein breites Angebot und wir sind jetzt im Netzwerk dabei, quasi Erfahrungen zu sammeln von Kooperationsbetrieben. So gibt es ein absolut interessantes Projekt nördlich von Kiel, wo drei Biolandbetriebe und eine Biolandbäckerei sich zusammengeschlossen haben und mit einer Verbrauchergruppe, die sich in Kiel gegründet hat, die Solavi Kiel, intensiv zusammenarbeiten wird. Und die haben Anfang Oktober gestartet und wir werden die vom Netzwerk auch intensiv begleiten, weil das finde ich eine absolut zukunftsfähige Form, dass verschiedene Betriebe ihr Sortiment bündeln und an Menschen abgeben. Vielleicht soweit. Für einen super spezialisierten Schweinemastbetrieb, mit 2000 Mastplätzen ist es wahrscheinlich nicht das Modell oder ganz sicher nicht das Modell. Was deutlich ist, ist, was für einen hohen Stellenwert Gemüse im Bedarf der Menschen ist. Und ich glaube, die wesentliche Voraussetzung ist, dass man als Landwirt bereit ist zu kommunizieren und seinen Hof zu öffnen für Menschen. Ich glaube, so das, was uns Landwirte ja im Grunde genommen auch auszeichnet, sind relativ großherzige Menschen, diese Qualität noch weiter zu entwickeln. Ich habe mal spaßeshalber und interessenhalber auf mehreren Treffen, wo auch Leute waren, die Abokisten packen, auch landwirtschaftliche Betriebe, gefragt, wie viel Anteil hofeigener Ware ist bei euch in der Kiste, die ihr ausliefert. Und mal ganz zu schweigen, dass die meisten Abokistenbetriebe heute Handelsunternehmen sind, selbstständige Handelsunternehmen, die mehr oder weniger noch mit Höfen zusammenhängen, aber eben auch einkaufen nach Preis. Und das heißt, in den meisten Abokisten ist relativ wenig hofeigene Ware. Also mir wurde gesagt von einigen Betrieben, ja, wir haben ungefähr 2% hofeigene Ware drin. Die solidarische Landwirtschaft verteilt das, was sie anbaut. Nämlich wir haben einen direkten Bezug zu den erzeugten Produkten und den Verbrauchern. Und das, was wir nicht haben, verteilen wir nicht. Also auch ein Unterschied nochmal deutlich. Vom Wesen her ist das ein großer Unterschied. Dass im Abo-System, da bestelle ich und kaufe einen nach Preis. Und beim solidarischen Landwirtschaften, da teilt man sich die Kosten. Da geht es nicht um Umsätze, sondern der Landwirt produziert, wie die Gemeinschaft ihn bittet, dass er es tun soll. Und das war ja das Bild von einer möglichst vielfältigen Landwirtschaft, von einem vielfältigen Betriebsorganismus. Und dafür werden nachher, dabei werden nachher die Kosten umgelegt, wie du das vorher so schön erklärt hast. Also die Reste, es gibt bei uns eine Koop, die erzeugt Reste. Das ist eine Koop, die sehr großzügig abnehmen und ein bisschen Leckerschnauzen sind. Aber im Wesentlichen nehmen wir auf unseren Liefertouren fast nichts zurück. Und die Erfahrung, und das war für mich deswegen auch so wichtig, ist das so wichtig, solche Rückmeldung, dass mit den Lebensmitteln anders umgegangen wird, dass nur das genommen wird, was auch verzehrt wird. Und es gibt in den meisten Depots die Vereinbarung, zwei Tage vor Neubelieferung ins Depot kommt, kann abräumen. Und das heißt, Leute kommen auch dazu und konservieren da. Also und das, was an Resten zurückkommt, geht dann in die Tierhaltung. Und nochmal, ein grundsätzlicher Unterschied ist auch, dass in der Solavi tatsächlich die Lebensmittel, die produziert werden, verteilt werden, zu 100%. Und Herr von Mirbach beschreibt jetzt die Reste, die passieren, wenn von den 100% nicht alles abgenommen wird. Klassischerweise wird ja extrem viel selektiert zwischen Feld und
Point of Sale. Also die Ware kommt ja erst gar nicht so, weil 30%, 40%, 50% der Kartoffeln gar nicht verkaufsfähig sind. Entschuldigung, Matthias, 100% sind es dann doch nicht ganz. Aber wir haben natürlich den Aussortiergrad, der ist wesentlich kleiner. Ich mache das an einem Beispiel nochmal kurz deutlich. Wir machen unsere Möhrenernte machen wir mit unseren Mitgliedern zusammen. In wirklich altväterlicher Weise, das heißt, die Möhren werden nur unterschnitten. Und dann sind bis zu 200 Menschen mit Kindern auf dem Feld, ziehen die Möhren, drehen sie ab, legen sie in die Kiste. Und diese Kiste sehen sie dann wieder in ihrem Depot oder im Laden. Und unsere Mitglieder sagen, ach, die kleine Möhre, die nehmen wir doch gerne mit. Unsere Erfahrung ist, dass wir sagen, lasst die kleinen Möhren da, die gehen ins Futter. Weil wenn die Kisten bei euch im Depot sind und wir mal Reste mitnehmen, liegen immer die kleinen Möhren drin. Also aber wir haben statt einem Aussortiergrad von, sage ich mal, im Naturkostgroßhandel sind wir heute bei über 30%. Liegen wir bei uns vielleicht bei 10%. Würde ich gerne mal ein Beispiel geben aus unserem Netzwerk. Wir sind hier im Land Niedersachsen und das Land Niedersachsen ist ja durchaus ländlich strukturiert. Sprich, es hat eine Initiative, die im bevölkerungsreichen Großstadtdreieck von Schneverdingen, Rothenburg, Wümme und Schesel sich aufgemacht hat. Diese Städte haben, glaube ich, jeweils 5.000 oder 7.000 Einwohner oder sowas, wollten drei Infoveranstaltungen machen, waren nach der zweiten Infoveranstaltung, hatten sie ihre Verbraucher zusammen und haben als Hofgründer einen alten Demeterbetrieb übernehmen können und haben heute ihr Einkommen davon und die Leute sind zufrieden. Und gibt es überall heute in Deutschland Initiativen, die eben auch auf dem ländlichen Raum beginnen. Es ist deutlich eine Frage von Bewusstheit des Umfeldes, natürlich. Ich kann es nicht machen, wenn ich nicht Menschen treffe, denen das wichtig ist. Und unsere Situation mit Hamburg ist natürlich sehr günstig. Wir haben, alle Menschen, die auf dem Hof arbeiten, sind etwa 50 Menschen. Und davon sind das ungefähr, wenn ich das so zusammenzähle, etwa 30 volle Stellen. Und wir liegen auf jeden Fall deutlich auch über dem schleswig-holsteinischen Mindestlohn. Das heißt also, wir haben eine gewisse Staffelung drin, um und bei 9,20 Euro bis 12 Euro und unsere bis 15 Euro die Stunde. Das sind so Dinge, die wir, Lohnsituationen, wie wir sie haben. Also wir haben damals 100% Acker übernommen, aber das war nur eigentlich Pseudo, weil dieser Betrieb, den wir übernommen hatten, Futterbaustandort war, auf dem Ackerbau Schweinemast 20 Jahre vorher eingeführt worden ist und 20 Jahre rote Zahlen mit dem System geschrieben worden sind. Und heute ist es so, dass wir wenn ich Kleegras dazu nehme, bei 250 Hektar Hälfte haben, also mit Kleegras. Wir haben 180 Kopf Rindvieh, wir haben knapp 200 Schweine und etwa 30 Ziegen auf dem Betrieb. Milchvieh. Eigene Käserei. Mit eigener Käserei und eigener Fleischverarbeitung. Wir haben einfach in den ersten Jahren sehr viel dafür getan, dass wir die Produkte, die wir erzeugen, dass die verbraucherfertig werden. Wir sind eine GmbH und Co. KG mit vier Gesellschaften in der Landwirtschaft und drei Gesellschaften in unserer Vermarktungssituation und haben dazu weitere Bereichsleiter, die, in ihren Bereichen sehr frei agieren können. Nicht weitere Wortmeldungen?
Als Anfang tut man bestimmt im Kopf. Und als zweiter Schritt ergeben sich dann über das Kennenlernen von den Menschen und dem Netzwerk Möglichkeiten, wo Ansatzpunkte sind. Ich denke, es gibt da kein per se Umstellungsprogramm, was man nutzen und nehmen kann, sondern es ist ganz wesentlich, dass man sich darauf einlässt. Und wie das vorhin im Beispiel klar wurde, also ein spezialisierter Schweinemastbetrieb, der wird es da schwer haben, aus dieser Sache rauszukommen. Der wird schon schwer haben, auch nur auf ökologische Anbauweise umzustellen. Aber es gibt tatsächlich noch sehr viele Betriebe, die in vielfältiger Weise aufgestellt sind und da schauen müssten, was ist ihr Umstellungsmerkmal und ihr Merkmal, wo sie merken, wo sie in die Direktverarbeitung kommen und da weitermachen können. Ich würde das noch einen Schritt dazu setzen. Wir haben im Netzwerk einen Betrieb, der konventionell wirtschaftet, seinen Gemüseanbau, aber für diese Solavie-Gruppe, die wollen von dem im Moment nur Gemüse, gesagt hat, okay, dort arbeite ich nach den Richtlinien von Ökologe, also von ohne eine Anerkennung zu haben, aber ich arbeite so, weil meine Mitglieder sagen, sie wollen das und mir die Kostenstruktur ermöglichen. Und ich glaube, das Thema ist wirklich die Verbindung mit den Menschen und dann zusammen zu schauen. Und auch, ich sage einfach mal, auch seine Nöte als Unternehmer wirklich darzustellen und wirklich offen zu sein. Und dann, glaube ich, ist vieles möglich. Und wir haben zum Beispiel im Netzwerk nicht den Anspruch, dass alles Verbandsbetriebe sein müssen. Ja? Aber es geht ja letztendlich darum, eine Form zu finden, wie man nachhaltig wirtschaftet. Also nachhaltig in Form von, sage ich mal, ich finde diesen Begriff eigentlich schön, Enkeltauglichkeit. Ja? Und was bestimmt ein wesentliches Moment ist, ist die Kooperationsbereitschaft und dass man sich Kooperationspartner sucht, wie überall in der Landwirtschaft. Und das ist auch jetzt so in der Zeit, die ersten solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, das waren tatsächlich, die sind stark aus der Direktvermarktung herausgekommen und haben das nochmal eine Stufe weitergetrieben. Und jetzt sind es vermehrt auch Modelle, wo sozusagen lokal, regional versuchen, gemeinsam mit anderen Landwirten, mit anderen Verarbeitern, wie vorher war schon Bäcker gemeint, Modelle zu finden, wo man dieses Modell jetzt auch in einer größeren Gemeinschaft entwickeln und betreiben kann. Und das bietet dann auch wieder stärker spezialisierten Betrieben zumindest die Möglichkeit, daran Anteil zu nehmen, auch wenn es nicht der gesamte Betrieb ist. Also interessantes Modell, Landwirtschaftsbetrieb im Siebengebirge, reiner Milchviehbetrieb, Solavie Bonn, Bernd Schmidt, der einfach von Gemüseanbau überhaupt keine Ahnung hatte, der gesagt hat, okay, aber ich bin offen, ich suche mir aber jemanden, der es dann tut und wir lernen zusammen. Und der jetzt Schritte, wo er sich eben durch dieses Modell kommt er dahin auch, sagen, die Milchprodukte, die ich hier erzeuge, auch die finden inzwischen Interesse in der Solavie. Und das kann also für den gesamten Betrieb einfach das ist ein Startdings. Und man muss sich natürlich, wenn man einen reinen Milchviehbetrieb hat, muss man eben gut, sehr gut gucken. Ja? Und dieses Kooperationsmodell, ich möchte das wirklich deutlich empfehlen, weil nicht jeder Betrieb alles machen kann. Auch da nochmal kurz, also es ist nicht das Modell, wo der klassische Betrieb von 70 Milchkühen auf 140 und jetzt auf 300 Milchkühe geht, sondern Neues passiert immer da, wo Brüche passieren. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir die Höfe in die Zukunft über die Generationsfolge hinweg? Und dann habe ich einen Betrieb, wo der Vater nicht mehr gewirtschaftet hat und wo der Sohn weiß, so kann und will ich nicht weitermachen. Und an der Stelle entstehen Möglichkeiten. Und da kommt eine Frau dazu, die hat noch eine andere Idee und die bringt Freunde mit. Und dann entwickelt sich aus diesem Gespräch, aus dieser kleinen Community, entwickelt sich eine Idee. Und dann sagt, guck mal, dann geh doch einen Schritt zur Seite und dann hast du die Kühe. Und dann fangen wir nicht mit dem nächsten Kuhstall an, sondern mit einer Käserei. Und ein Freund fängt mit einer kleinen Gärtnerei an und dann macht man eine Kooperation. Und dann entsteht ein Umfeld und dann kann sich das weiterentwickeln. Okay, super. Vielen Dank.
vielen Dank. Wir müssen jetzt wirklich das Forum räumen. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit im Anschluss. Wir sind sicherlich noch zur Verfügung. Genau. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Vorträge und für Ihr Interesse.